Hallo, liebe historisch Interessierte und Freunde. Bis vor zwei Generationen gehörten die sieben Weltwunder der Antike noch zum klassischen Bildungswissen. Seitdem ist vieles verloren gegangen und nur noch eine verschwommene Erinnerung. Dennoch strahlen die großen Bauwerke des klassischen Altertums bis heute. Die Leistungen der Menschen des Mittelmeerraumes faszinieren uns und inspirieren uns. Zu dieser Auffrischung von Wissen und Fantasie will ich gerne beitragen. Viel Freude dabei. Ihr oder euer Dr. Hans-Jürgen Alexi. Eine erste Zusammenfassung von Sehenswürdigkeiten erfolgt bei Herodot 450 vor Christus. Das ist der griechische Vater der Geschichtsschreibung und lebte von etwa 490 bis 420 vor Christus. Die heutige Auflistung findet sich in Reiseführern im 2. Jahrhundert vor Christus bei Antipatros von Sidon, einem griechischen Dichter. Alle diese Weltwunder sind zerstört durch Erdbeben, Brand oder Kriege, ausgerechnet bis auf das älteste von allen, bis auf die Pyramiden von Gizeh. Später entstanden zahlreiche neue Listen von Weltwundern, von Baudenkmälern, von technischen Leistungen der Neuzeit, aber auch von Naturwundern. Hier ist die Aufzählung unserer sieben Weltwunder der Antike, also das Inhaltsverzeichnis zum Nachlesen oder Nachschlagen. Das erste unserer Weltwunder möge sein, die hängenden Gärten oder die schwebenden Gärten der Semiramis in Babylon. Wir wollen es zusammen sehen mit den Stadtmauern von Babylon, die von den Zeitgenossen ebenfalls als Wunder angesehen wurden. Bei den hängenden Gärten handelt es sich um eine aufwendige assyrische Gartenanlage von 120 Metern im Quadrat und bis 30 Meter Höhe, direkt neben dem Palast in drei Etagen mit 5 Metern Terrassenhöhe und mehreren Schichten mit unterirdischer, aufzugartiger Wasserführung. Der genaue Zeitpunkt der Bauten und ihre Lage sind unklar. Zugeschrieben werden sie dem assyrischen König Nebukadnezar II. Etwa um 640 bis 562 vor Christus, für seine Frau, die Königin Semiramis, so der griechische Name, oder Schammuramat, die assyrische Wortwahl. Die Königin vermisste die grünen, hügeligen Wälder ihrer medischen, heute persischen Heimat. Auf die Bewohner der trockenen Wüstengebiete muss ein blühender, bewässerter Garten wie ein Wunder, wie der Garten Eden der Bibel gewirkt haben. In diesem Bild eine andere künstlerische Darstellung der hängenden Gärten der Semiramis aus der Zeit des Barock. Man sieht den Stil, wir sind alle Kinder unserer Zeit. Die Stadtmauern von Babylon wurden von den Zeitgenossen ebenfalls als Wunder angesehen. Robert Koldewey, hier im Bild, war ein deutscher Archäologe und Architekt und lebte von 1855 bis 1925. Er grub im Auftrag von Kaiser Wilhelm II., der selber ein begeisterter und dilettierender Hobbyarchäologe war, in seinem Auftrag von 1899 bis 1917, also bis kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges, das alte Babylon aus, mit seiner doppelten Stadtmauer und dem Ischtar-Tor. Robert Koldewey war ein sehr genauer Archäologe und Ausgräber und besessen von seiner Arbeit. Er opferte 20 Jahre seines Lebens dafür und seine Gesundheit. So sahen sie aus. Das Ischtar-Tor und die Stadtmauern von Babylon. Fast 3000 Jahre in einem Dornröschenschlaf, begraben von Staub, Sand
und bewachsen mit Gebüsch. Sie gerieten in Vergessenheit, bis die deutschen Archäologen und später die englischen und deutschen Archäologen sie wieder ausgruben und der Welt wieder zur Verfügung stellten. So kann man es heute wieder sehen. Das Ishtar-Tor wieder aufgebaut, rekonstruiert im Pergamonmuseum in Berlin auf der Museumsinsel aus Abertausenden von Bruchstücken der glasierten Ziegel zusammengesetzt. Das Ishtar-Tor war eines der Prachttore, der Stadttore von Babylon und auf das Tor lief eine Prachtstraße zu. Das ist das rekonstruierte Ensemble mit der großen Prachtstraße, dem Ishtar-Tor und den angrenzenden Stadtmauern. Die Prachtstraße wurde zu Ehren der assyrischen Könige für Prozessionen und Prunkaufzüge genutzt. Hier nur ein anderer Blick auf das beeindruckende Ishtar-Tor und die Stadtmauern von Babylon, die für sich selbst bereits als Weltwunder der Antike galten. Die Mauern der Prachtstraße und des Ishtar-Tores wurden geschmückt durch Tausende von glasierten, farbigen, wunderbaren Ziegeln, die die Jahrtausende überdauert haben. Mit Bruchstücken dieser Ziegel gewann Robert Koldewey Kaiser Wilhelm II. Sofort für dieses Projekt. Später mussten in einem unglaublichen Puzzle über Jahre und vielen Dutzend Kisten durch Robert Koldewey und seine Mitarbeiter diese Ziegel zu diesem Gesamtbild wieder zusammengesetzt werden. Das Ishtar-Tor und die Prachtstraße waren geschmückt durch Reliefs von Tieren. Es handelt sich um schöne Reliefs von schreitenden Stieren und von Fabelwesen, die wir nicht recht einordnen können. Darüber gibt es Spekulationen. Was sind das für Tiere? Nach der Kreidezeit, nach dem Ende der Dinosaurier, explodierte die Artenvielfalt der Säugetiere und brachte im Tertiär und im Quartär viele neue Arten hervor, die häufig auch wieder ausstarben. In unserem Bereich gab es die Rindergiraffe, das Civatherium, und die letzten Arten davon lebten bis vor etwa 8000 Jahren. Es ist nicht unmöglich, dass durch mündliche Überlieferung Erinnerungen an dieses Tier weitergegeben wurden und in Babylon eine mögliche Vorlage für diese Fabelwesen gebildet haben. Dieses Bild zeigt die Rekonstruktion eines Ziggurat oder auch Zikkurat, in diesem Falle in der Stadt Ur. Bei den Zigguraten handelt es sich um gestufte Tempeltürme. Der größte von ihnen hat in Babylon gestanden und ist vermutlich die Vorlage für den Turm von Babel in der Bibel. Dieser Turm von Babylon stammt wahrscheinlich aus Hammurabis Zeit, also schon 1700 vor Christus. Er war zu unserer Zeit, wo die hängenden Gärten der Semiramis geschaffen wurden, bereits lange zerstört durch Erdbeben und Eroberungen. Alexander der Große stand noch vor den Resten, ließ diese abtragen und wollte den Turm wieder aufbauen. Der frühe Tod kam ihm zuvor. Der Koloss von Rhodos. Die Stadt Rhodos auf der gleichnamigen Insel wurde belagert in den Diadochenkämpfen nach Alexander durch Demetrius I., den Städtebelagerer, mit einer großen Armee und der riesigen Belagerungsmaschine Helepolis, dem Stadtzerstörer. Die Rhodier verteidigten sich tapfer und listenreich. Es gelang Demetrius zwar, mit der Maschine eine Bresche in die Stadtmauern zu schlagen,
Er konnte das nicht weiter ausnutzen, denn die Rhodier gruben in der gleichen Nacht eine tiefe Grube, in die die Maschine am nächsten Tag stürzte, und sie konnten den Angriff zurückschlagen. Aus Dankbarkeit für diesen glücklichen Ausgang der Belagerung errichteten die Rhodier ihrem Stadtheiligen, dem Sonnengott Helios, eine 32 Meter hohe, gegossene Bronzestatue mit einer Innenkonstruktion aus Eisen. Im Jahre 292 vor Christus, nach 12 Jahren Bauzeit. Wahrscheinlich handelt es sich um eine stehende Figur im Helios-Heiligtum etwas oberhalb des Hafens in der Stadt. Die Darstellung, dass sie breitbeinig über der Hafeneinfahrt gestanden habe, ist bei 750 Metern Molenabstand unmöglich. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Fehldeutung antiker Berichte durch Kreuzfahrer etwa um 1400 nach Christus. Die weitere Geschichte. Zwei Generationen lang wachte der Sonnengott über die Stadt Rhodos. Durch ein Erdbeben im Jahre 226 vor Christus knickte die Bronzestatue in den Knien ein und wurde zerstört. Mit nur 66 Jahren Standdauer war sie damit das kürzeste intakte Weltwunder. Noch 900 Jahre danach waren Riesentrümmer im Hafenbecken zu besichtigen. Türken verkauften schließlich die Metalltrümmer an Araber und diese transportierten im Jahr 654 nach Christus das Material mit insgesamt 900 Kamelen in den Orient. Das nächste Weltwunder sei das Mausoleum des Königs Mausolos in Halikarnassos. Es handelt sich um ein prachtvolles Grabmal des Kleinkönigs von Karien, eigentlich eine unbedeutende Landschaft, von Mausolos II. In Halikarnassos, heute Bodrum in der Westtürkei. Der Auftrag wurde erteilt durch seine Frau und Schwester, die alten Griechen, Artemisia II. Die Bauzeit war von 368 bis 350 vor Christus, die Fertigstellung erst 3 Jahre nach dem Tod von Mausolos. Die Merkmale des Mausoleums. Das Mausoleum hatte eine Höhe von 46 Metern. Grundlage war ein würfelförmiger Unterbau und darauf dann eine Säulenhalle von 11 Metern. Darauf wieder eine Pyramide mit 24 Stufen, entsprechend der Anzahl seiner Regierungsjahre. Die Pyramide wurde gekrönt durch eine Quadriga vom König und Artemisia gelenkt. Die Friese waren verziert mit prachtvollen Plastiken von Amazonen und Kentauren sowie Reiterkampfszenen zwischen Griechen und Persern. Das ganze Bauwerk leuchtete schon in der Ferne in weißem Marmor. Seine Geschichte. Durch Erdbeben wurde das Mausoleum im 12. Jahrhundert schwer beschädigt und im 16. Jahrhundert von den Johanniterrittern weitgehend abgetragen und genutzt als Material für ihre Festung St. Peter gegen die Türken. 1523 erfolgt ein letzter Abbruch durch den Festungskommandanten. Dieser Kulturfrevel ist nicht zu rechtfertigen, aber zu verstehen durch den hastigen Abzug der Kreuzritter vor den Truppen Suleimans des Prächtigen, der von 1495 bis 1566 lebte und der schließlich erst vor Wien gestoppt werden konnte. Hier eine andere, fantasievolle, künstlerische Darstellung des Mausoleums von König Mausolos II. Aus dem 16. Jahrhundert im Stile der Zeit. Vom Grabmal, dem Mausoleum, sind nur Reste erhalten geblieben und Fundamente. Immerhin
haben wir die Statue, die den König selber darstellt. Das sind die traurigen Reste des Mausoleums von Halikarnassos heute in Bodrum in der Westtürkei. Im Jahre 1856 wurden die Fundamente freigelegt durch den englischen Archäologen Charles Newton, gelebt von 1816 bis 1894. Er hat dann viele Fragmente geborgen und teilweise nach Europa gebracht. Der Fries und Statuen befinden sich im Britischen Museum in London. Heute sind vor Ort noch die Fundamentreste und Teile der Grabkammer zu sehen. Erst 1970 erfolgten sehr genaue Grabungen durch dänische Archäologen und ihre Forschungen ermöglichten eine genaue Rekonstruktion. Das nächste antike Weltwunder ist der Leuchtturm von Alexandria. Die Hafeneinfahrt von Alexandria in Ägypten war gefährlich. Im Hafen liegt ein kleines Inselchen namens Pharos. Auf diesem wurde der erste Leuchtturm der Welt erbaut. Der Name dieses Inselchens wurde dann häufig synonym für Leuchttürme gebraucht und in viele Sprachen übernommen. Im Französischen heißt das Phare, im Spanischen und Italienischen Faro und im Portugiesischen Farol etc. Der Leuchtturm war nicht nur der erste, sondern mit 115 bis 160 Metern Höhe bis 1900 nach Christus sogar der höchste. Allerdings besteht Uneinigkeit über die Höhenangaben. Der Leuchtturm von Alexandria wurde im Auftrag von Ptolemäus I. in den Jahren 299 bis 279 vor Christus erbaut. Ptolemäus I. war ein General Alexanders und der Begründer der hellenistischen Ptolemäer-Dynastie in Ägypten. Der Aufbau des Leuchtturms. Die Baumerkmale des Leuchtturms von Alexandria sind auf dieser Modellzeichnung gut zu erkennen. Auf einem Granitfundament folgte ein Pyramidenstumpf aus Kalksteinblöcken mit Bleiankern wegen der besseren Stabilität. Darin waren Fensteröffnungen und darauf Statuen. Innen gab es Lagerräume und Aufenthaltsräume sowie Rampen und einen Schacht und einen von Eseln angetriebenen Aufzug sowie eine für die Antike einmalige öffentliche Aussichtsplattform in 60 bis 100 Meter Höhe. Das war damals wahrscheinlich der höchste von Menschen gemachte Bereich, von dem man in die Ferne schauen konnte. Auf dem quaderförmigen Unterbau erhob sich ein oktogonaler Aufbau von 30 Metern Höhe. Darauf folgte eine 9 Meter lange sogenannte Laterna, ein turmartiger Aufbau mit einem Säulenrondell. Unmittelbar darüber befand sich der Leuchtraum mit dem Feuer. Den krönenden Abschluss bildete eine 8 Meter hohe Poseidon-Statue. Die Lichtquelle war am Tage ein Metallhohlspiegel, wahrscheinlich von Archimedes von Syrakus, gelebt von 287 bis 212 vor Christus, und nachts ein Ölfeuer, welches angeblich 50 Kilometer weit, 30 Seemeilen weit sichtbar war. Die weitere Geschichte des Leuchtturms. Lange leitete der Leuchtturm die Schiffe sicher in den Hafen von Alexandria. Dann wurde er beschädigt durch Seebeben 365 nach Christus und Erdbeben 769 nach Christus. Der Mamelukensultan Ahmad ließ das Obergeschoss um 880 nach Christus in eine Moschee mit Rundkuppel umbauen. Bis ins 12. Jahrhundert arbeitete der Turm weiter als Leuchtturm, also 1300 Jahre lang.
Erdbeben in den Jahren 1303 und 1323 führten zu weiterer Zerstörung. Der Sultan Kaid Bey ließ die Trümmer aus dem Meer bergen und 1480 in seine Küstenfestung verbauen. 1882 erfolgten weitere Zerstörungen durch eine Seekanonade der Engländer. Das Fundament des Leuchtturms steht aber heute noch, wie auf dem Bild zu sehen ist. Das nächste Weltwunder ist der Tempel der Artemis in Ephesos. Der Tempel der Artemis in Ephesos war nicht nur einer der schönsten, sondern auch der größte Tempel seiner Zeit. Es handelt sich hier um ein heiliges Gelände in Ephesos, das bereits seit der Bronzezeit mit Kultstätten genutzt wurde. Unser Tempel D wurde ab 550 vor Christus erbaut in 120 langen Jahren. Er besaß zwei Fundamentstufen und 106 hohe ionische Säulen von 19 Meter Höhe, sowie Statuen und Reliefs mit Szenen von Amazonen. Im Inneren befand sich die berühmte Statue der Artemis, römisch Diana genannt. Artemis oder Diana waren die Göttin der Jagd, des Waldes, die Hüterin der Frauen und der Kinder. Am 21. Juli 356 vor Christus erfolgte eine verheerende Brandstiftung durch einen Mann namens Herostratos. Diese erfolgte nur aus Geltungssucht, um seinen Namen unsterblich zu machen. Man hat versucht, das zu verhindern, das ist nicht gelungen. Es folgte unmittelbar die Todesstrafe und die Damnatio Memoriae, also die Verdammung seines Andenkens, was aber nicht lange gehalten hat. Er hat seinen Zweck erreicht. Herostratie wird seitdem synonym gebraucht für Untaten von Menschen, die diese aus Geltungssucht begehen. Im Inneren befand sich die Kultstatue der Artemis oder Diana, die auf uns etwas irritierend wirkt. Das seltsame Gehänge soll nicht weibliche Brüste darstellen, sondern Votivgaben und möglicherweise eine Anspielung sein auf Stierhoden, weil bei diesem Tempel Hinweise auf einen Stierkult gefunden wurden. Die genaue Zusammensetzung ist allerdings unklar. Zur weiteren Geschichte des Tempels der Artemis von Ephesos. Der Tempel wurde wieder aufgebaut nach dem Brand und es wurde sich sehr genau an dem Original orientiert. Dadurch dauerte der Wiederaufbau auch 100 Jahre lang und war wechselhaft. Im Jahre 268 nach Christus wurde der Tempel von den Goten in Kämpfen mit römischen Truppen zerstört und die Reste dann von den Einwohnern verwendet. Jahrhundertelang galt auch dieser Tempel als verschollen. Die Fundamente wurden ab 869 von dem englischen Eisenbahningenieur John Turtle Wood wiederentdeckt. Später folgten größere österreichische Grabungskampagnen. Die Funde wurden in Museen gesichert und erste Rekonstruktionen erfolgten. Das Bild zeigt den wiederum kläglichen heutigen Zustand mit den wenigen Resten und im Hintergrund die Zitadelle von Seldschuk, heute in der Westtürkei, wo früher die pulsierende Stadt Ephesos lag, sowie eine Moschee und eine Kirche. Das vorletzte Weltwunder des Altertums ist der Zeus von Olympia. Der Zeus-Tempel in Olympia wurde 456 vor Christus fertiggestellt. Der berühmte Bildhauer Phidias
schuf von 438 bis 430 vor Christus sein Meisterwerk. Das war im Inneren des Tempels eine 13 Meter hohe Kolossalstatue des Gottes Zeus. Er saß auf einem Thron aus Ebenholz. Die Figur selber war aus Gold und Elfenbein gestaltet. In der rechten Hand hielt er die Siegesgöttin Nike, links eine Lanze. Die Statue war geschmückt mit Edelsteinen und farbigem Glas und umgeben von anderen Statuen sowie Reliefs und Malereien von Sagen- und Kampfszenen. Das innere Stützgerüst bestand aus Holz, Eisen, Gips und Ton. Wir wissen sehr genau Bescheid, denn es sind Tonmodelle aus Phidias Werkstatt sowie Münzdarstellungen erhalten geblieben. Dem Gott wurde geopfert und die Opfergaben und Speisen des Tages wurden in der Nacht entgegengenommen, entweder vom Gott selber, denn sie waren verschwunden, oder von den vermutlich zahlreichen Mäusen und Ratten des Tempelinneren in der Nacht. Hier noch einmal eine andere Darstellung der Zeus-Statue, eine Malerei, eine freie künstlerische Darstellung. Sie unterstreicht den überwältigenden Eindruck, den die Statue im Inneren des Tempels auf die Besucher machte. Die Besucher beschrieben in verschiedenen Darstellungen, wie beeindruckt sie gewesen seien von der Lebendigkeit der Statue. Sie hatten den Eindruck, als wenn jederzeit der Gott aufstehen würde und mit seinem Kopf dann das Dach des Tempels durchstoßen würde. Eine Münze aus der Stadt Elis aus dieser Zeit bestätigt die Korrektheit der Details der Statue. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Hier eine freie Interpretation eines holländischen Künstlers aus der Zeit der Spätrenaissance über die Zeus-Statue und den Zeus-Tempel von Olympia. Das weitere Schicksal des großen Zeus-Tempels in Olympia ist bekannt. Das weitere Schicksal der Zeus-Statue ist unbekannt. Der berüchtigte römische Kaiser Caligula wollte sie nach Rom schaffen und scheiterte im Jahre 40 nach Christus bei diesem Versuch. Im 4. Jahrhundert nach Christus kam es zu einem schweren Brand des Tempels, danach aber zu einem Wiederaufbau und erst 522 nach Christus zu einer vollständigen Zerstörung des Tempels durch Erdbeben. Angeblich wurde die Statue des Zeus nach Konstantinopel transportiert, Ostrom, und dort durch einen Brand zerstört. Diese Angaben stammen aber aus einer einzelnen Quelle und sind nicht bestätigt. Die Figuren an den Giebelseiten haben alle ihre Bedeutung und zeigen wilde Szenen aus dem Leben und den Kämpfen der alten Griechen, nicht nur in der realen Welt, sondern auch aus der Welt der Sagen und Mythen. So sieht die Anlage des Zeus-Tempels in Olympia heute aus. In meiner Jugendzeit war ich zweimal dort und habe sie selbst gesehen. Die gewaltigen Scheiben der dorischen Säulen liegen noch genauso da, wie das Erdbeben sie umgeworfen hat. Zwei schwere Erdbeben brachten den Tempel im 6. Jahrhundert zum Einsturz. Danach folgten Überlagerungen durch Flusssedimente und Steinraub. Und erst im 19. Jahrhundert konnten die Reste gerettet und restauriert werden. Nun kommen wir zum letzten der sieben Weltwunder der Antike, zu dem ältesten von allen und wunderbarerweise zu dem, was sich bis heute erhalten hat. Das sind die Pyramiden von Gizeh. Das Pyramidenfeld bei Gizeh in Ägypten
befindet sich 15 Kilometer vom Zentrum der Großstadt Kairo entfernt auf einem etwa 1000 mal 2000 Meter großen Kalksteinplateau. Das Gelände wurde bereits früher als Gräberfeld benutzt und mit Mastabas, das sind kleine Stufenpyramiden aus der ersten Pharaonendynastie, genutzt. Mastaba ist ägyptisch für Steinbank. Das sind rechteckige Grabanlagen in Form eines flachen Pyramidenstumpfes. Die großen Pyramiden von Gizeh sind die Pyramiden der vierten Dynastie aus der Blütezeit des Alten Reiches. Die größte von ihnen ist die große Pyramide von Cheops, altägyptisch Khufu genannt, von 2620 bis 2580 vor Christus lebend. Er war der Sohn von Snofru, des Gründers der vierten Dynastie. Früher war diese Pyramide 146 Meter hoch, heute noch 138 Meter. Sie besitzt eine Neigung von 51 Grad. In der Pyramide sind 2,5 Millionen Kalksteinblöcke verbaut, im Durchschnitt mit 2,5 Tonnen Gewicht. Früher war die vollständige Pyramide verkleidet mit weißen Kalksteinplatten, die das Licht der Sonne spiegelten. Innen finden wir die große Galerie und die leere Königsgrabkammer, sowie die sogenannte Königinnenkammer und weitere Kammern. Das ist sie, die größte von allen, die große Pyramide von Cheops, ägyptisch Khufu. Hier sehen wir die mittlere Pyramide, die Pyramide des Chevren, ägyptisch Chaevre, von 2558 vor bis 2532 vor Christus. Sie war früher 143 Meter hoch, heute noch 136 Meter. Die Neigung beträgt 53 Grad. Ihr Standort liegt 10 Meter höher, daher überragt sie die Pyramide des Vaters Cheops. An der Spitze sind noch Reste der ehemaligen Kalksteinverkleidung erhalten. Hierdurch kann ich sie immer wieder leicht erkennen. Zu jeder Pyramide gehört auch ein Taltempel und ein reliefgeschmückter Aufweg vom Tempel zur Pyramide. Der Aufweg zur Chevren-Pyramide führt an dem Sphinx vorbei. Diese rätselhafte, 73 Meter lange Skulptur ist aus dem anstehenden Felsen gehauen. Die kleinste der Pyramiden von Gizeh ist die kleine Pyramide des Mykerinos, ägyptisch Menkaure. Regierungszeit 2532 bis 2503 vor Christus. Sie hat eine Höhe von 65 Metern und eine Neigung von 52 Grad. Das Kernmauerwerk besteht aus Kalkstein der Umgebung. Die ursprüngliche Verkleidung bestand unten aus Platten von Rosengranit bis in etwa 15 Meter Höhe. Darüber dann eine Verkleidung durch helle Kalksteinplatten. Südlich hiervon stehen drei Königinnenpyramiden, von denen zwei als Stufenpyramiden gebaut wurden. Die wissenschaftliche Erforschung der Pyramiden erfolgte nach jahrtausendelanger Vergessenheit eigentlich erst im Gefolge von Napoleons Ägyptenfeldzug 1798 auf 99. Heutzutage entstehen Probleme bei den Pyramiden durch die Nähe zur Großstadt Kairo und durch den schwankenden Grundwasserspiegel, der durch Pumpen reguliert wird. Mit diesem letzten und noch erhaltenen Weltwunder endet unsere kleine Reise.
Ich wünsche uns allen, dass wir nicht nur unser Wissen auffrischen konnten, sondern auch unsere Träume etwas bunter werden. Vielen Dank, Dr. Hans-Jürgen Alexi.